Willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge von Braid. Ja, es ist zwar Welt 1, aber das letzte Level irgendwie, keine Ahnung. Es hängt von hinten herum an. Ja, ich habe mir das durchgelesen, sehr interessant. Das erklärt ein bisschen, warum hier die Türen in falscher Reihenfolge sind. Weil Tim im falschen Rhythmus lebt, dann muss die Welt natürlich auch im falschen Rhythmus existieren. Ja, sehr bildlich gesprochen, Leute. Hier läuft alles rückwärts. Also vielleicht auch Sophie. Verdammt. Ich muss genau richtig springen, obwohl... Ah, die kommen ja hierher. Komm her, komm her, komm her. Na, verdammt. Verdammt. Haha, geschafft. Alles ist schön. Die Musik hört sich zwar lustig an, aber geht aber extrem auf den Senkel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Komm her. Hä? Hey? Springen wir wieder auf ein paar drauf. Ding. Verdammt. Warte mal, das Viech hüpft. Warum hüpft es? Wie geil. Geschafft. Yay. Das gleiche Level nochmal. Nur mit kaputten Türen. Kaputter Leiter. Das heißt, ich muss von hier von vornherein auf dem Vieh rumhupfen. Verdammt. 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 Da muss ich mal komplett zurückspülen. Verdammt, nochmal. Verdammt. Verdammt. Geschafft! Yay! Braid! Verschlossene Tür. Ich will dahin, ich will dahin. Was kommt von da oben? Prinzessin! Prinzessin! Ich hab dich! Uff! Hilfe! Hey, lass die Prinzessin in Frieden! Uff, uff, uff! Komm hier runter! Hüpf. Ich hüpfe mit. Hilfe! Hüpf. Verdammt, Feuerwand von hinten. Ah, Hilfe! Ja, Hilfe, da hast du recht. Oh, Scheiße. Prinzessin, mach die Tür auf! Oh, danke. Nein, das fängt ja schon wieder. Okay, man kann zum Glück ja auch die Zeit zurückspulen. Rückwärts, 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 ne? Abwärts. Aufwärts! Prinzessin! Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin! Schneller, 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 schneller! Ratz, tot! Ja, okay, das ist gemein. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin! Okay, gut, das ist echt auf die Sekunde. Keep running! Tim! Ich vergesse seinen Namen schon wieder. Running, 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 running. Okay, das muss ich anscheinend der Prinzessin helfen. Keep running, Tim! Ah, Tim, du Idiot! Tim, 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 schnell, schneller, 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 Tim! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Verdammt! Okay, das ist assi. Ich spule, glaube ich, mal ein bisschen weiter zurück. Ich habe nämlich ziemlich viel Zeit verloren.
Na, verdammt. Sieht doch schon besser aus. Na, verdammt. Ah, geschafft. Alter Schwede. Glück. Prinzesschen, Schalter. Ah. Ah, keep running, keep running, keep running. Fuck. Das ist schlechtes Timing, Leute. Ganz schlechtes. Geh runter, geh runter, geh runter. Ah, runter, 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 runter. Boah. What? Hä? Warum ist der jetzt... whatever. Gerettet. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh. Scheiße. Okay, anscheinend war das doch noch nicht die Rettung. Ach, da oben. Zeitumkehrplatt, Zeitunabhängigkeit zum Erfolg. Gut. Slash. Prinzessin? Hallo? Gehen wir mal hier lang. Prinzesschen schläft. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Hä? Ah, jetzt läuft das rückwärts. Hä? Aber ich kann es nicht anders rumlaufen lassen. Ganz nur so. Okay. Das Ganze mal aus der anderen Perspektive. Jetzt helfen wir uns nicht mehr, sondern sie lässt das Ding auf mich drauffallen. Da ist die Leiter. Ich könnte hochklettern, aber sie lässt die Leiter runter. Jetzt ist das im Prinzip umgekehrt, als wenn ich sie verfolgen würde. Jetzt habe ich sie da sozusagen im Rückweg abgeschnitten. Ich kletter weiter, sie läuft da oben lang. Versuch zum Thema verkehrte Welt. Siehst du da eingesperrt? Er weicht den Kanonen aus, dem Feuer, was auch immer, Feuerbällen. Er läuft rüber, sie versucht ihn umzubringen, aber er springt rechtzeitig rüber. Sie versucht, die Zugleiter hochzulassen, aber er schafft es wieder drüber. Okay, diesmal ist Tim der Perverse, der sie verfolgt. Tim, du perverses Stück, warum verfolgst du das arme Mädchen? Da hat sie leider den falschen Hebel gedrückt. Hätte sie mal nicht gedrückt, wäre Tim jetzt eingesperrt. Hilfe! Schon wieder. Hilfe! Jetzt guckt er auf einmal noch nicht mal böse, sondern beängstigt. Komm hier runter, komm hier runter. Hüpf, 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 hüpf. Okay, ich kann immer noch nichts machen. Ich kann immer nur unbeteiligt rückwärts schwimmen. Hilfe! Hüpf, hüpf. Ich hab dich. Ah, aber die Tür ist weg. Das heißt, ich kann hier hin. Okay, und die. Ich hab wieder die Kontrolle. Upidu, das ist was strange. Epilog. Oh, na dann. Buch. Buch, in dem nichts drinsteht. Buch. Noch ein Buch, in dem nichts drinsteht. Was haben wir hier? Buch. Der Junge forderte das Mädchen auf, ihm zu folgen und nahm seine Hand. Er würde sie beschützen. Sie würde ihren Weg durch dieses finstere Schloss finden und die Kreaturen aus Rauch und Zweifel bekämpfen, um in einem Leben in Freiheit zu entkommen. Der Junge wollte sie beschützen. Er hielt ihre Hand oder legte ihr beim Gehen den Arm um die Schulter, damit sie sich in der anonymen Menschenmenge Manhattans behütet und ihm nahe führen konnte. Sie kehrten um und gingen zur U-Bahn-Station Canal Street, wobei er ihnen den Weg durch das Gedränge bahnte. Blablabla. Deshalb lese ich normalerweise nicht vor. Text ist weg. Kann man vielleicht zwei Bücher gleichzeitig irgendwie öffnen? Oder können wir schon mal die Tür offen?
Oh. Wo? Naja, das gleich. Ich muss erstmal einen Schnitt setzen. Wir sehen uns nächste Folge im Epilog wieder. Bis gleich, ich muss das erstmal verdauen.